Hallo und willkommen zurück bei Let's Play KSP, Kerbal Space Program. Wir hatten ja die ersten paar Trainingseinheiten schon durchgeführt. Wir waren hier stehen geblieben. Wir machen jetzt den suborbitalen Flug. Das ist das nächste Tutorial. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich mache das jetzt einfach mal durch. Das ist für mich auch gar nicht verkehrt, weil so ein paar Sachen habe ich doch nicht so ganz auf dem Schirm. Das ist das nächste. Sollen wir wahrscheinlich wieder eine Rakete selber bauen? So prägt sich das natürlich auch ein, ne? So ein Schluck Wasser. Einen kurzen suborbitalen. Schöner Bogen, gerade nach unten ist nicht so gut fürs Überleben. Ah ja, F macht kurze und mit T, ich habe es immer auf ganz an eigentlich gehabt. Also zwei Drittel Schub. Das müsste ja dann hier sein. So, ich hoffe, ihr habt das gesehen. Mit STRG, mit Steuerung verringern, Shift erhöhen. Und Y und Z war Maximum und Minimum Schub. Weiter. Gene. Ah, da ist ja Jebediah. Ich glaube, das ist der berühmteste Kermit überhaupt. Jebediah Kermit. Was der schon alles durchgemacht hat in den allen Let's Plays, die man so sieht im YouTube. Verbrannt, erstickt, zu Tode gestürzt, aber er steht immer wieder auf. Haben wir alles gemacht? Gut. Bei 50 km/h müssen wir die Drehung machen. So. Jetzt müssen wir gegensteuern, dass wir dieses rosa Ding. Schub auf Maximum. So, der Sprit ist alle. Ja, bla bla bla. Weiter. M. Das ist das Fenster, wo man zum Beispiel diese Manöver macht zum Ankoppeln, Orbit einstellen,
Flugbahn vorplanen, um vielleicht auf andere Himmels- oder Flug hier den Moon zum Beispiel zuzusteuern. Solche Sachen. Eine Minute und dann sind wir da. Okay. Ja, und von da an geht es bergab wieder. Ich finde das eine sehr spannende Geschichte, ehrlich gesagt. Was ist das hier? Flugfeld. Ach so, ja, wir haben ja jetzt Markierungen auf dem Planeten. Abschussrampen und alles Mögliche. Weltraumzentrum, das sind wir im Weltraum. Wir können die Schleimbehälter ausprobieren. So, jetzt soll ich das SAS ausschalten. Jetzt müssen wir dahin und das SAS wieder einschalten. Ah ja. Dann wird er mir ja gleich Bescheid sagen, nehme ich mal an, wenn ich entkoppeln soll. Also SAS ausschalten. So, ich mache das nochmal etwas anders so. Aber es scheint sowieso nicht zu bringen. Aha. Also einfach einsatzbereit machen, weil die entsprechenden Einstellungen sind ja so eingestellt, dass der erst ab 2000 Kilometer aufgeht. Oh. Auch toll gemacht mit den Wiedereintrittseffekten. Jebediah, der macht was mit. Mitten über dem Meer. Theoretisch müsste er ja dann auch erst bei 2000 Metern auf. Ich mache mal ein bisschen weiter weg. 9000, 8, 7, 6. Jetzt gleich. Ja, tatsächlich, das funktioniert gut.
Sehr interessant. Mitten im Nirgendwo, kein Land zu sehen. Ist das unser Schatten da? Kann sein, ne? Tja, 150 Meter noch. Die können wir wieder zumachen. Ploink. Na, haben wir es geschafft. Theoretisch können wir jetzt wieder Raumschiff Berg machen, aber das ist ja nur ein Tutorial. Dann machen wir das zu Ende. Und dann kommt das nächste. So, das hatten wir. Ab in die Umlaufbahn hatten wir auch. Oder? Nee, das hatten wir jetzt. Bauen für Experten kommt jetzt. Ah ja, okay. Ab ins F-Dingenskirchen, Fahrzeugfabrik. DRZ wusste ich auch nicht. Also Kapsel, da fängt es an mit. So, Fallschirm. Weiter. Der kleine rote Pfeil zeigt nach oben. Okay. Oh, das ist gut. Okay, das haben wir. RFS-Tank. Den da drunter. So, dann haben wir die erste Stufe.
Massenschwerpunkt. Okay. Alles klar. Ach, jetzt weiß ich, worum es geht. Oh, nein, halt. Das Ding wird ja mit der Zeit leer. Darum geht es jetzt gerade. Gut, ja. Haben wir gemacht. Steuerungsdüsen richtig platzieren. So, auf Vierfachsymmetrie. Steuerungsdüsen. Sollen wir die anbringen? Gut. So. Elektrik. Ochsstadt. Untere Ende der Treibstofftanks. Vier Batterien, Solarmodul, so. Ich glaube, das war nicht richtig. Ah ja, so war das gemeint. Gut. Die obere Stufe ist fertig. Und mit der nächsten Stufe geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und tschüss.